Lukas und Julian Grimm sind leidenschaftliche Ruderer. Täglich trainieren die beiden Passauer, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Also wir sind jetzt seit 9 Jahren beim Rudern dabei, davon seit 7 Jahren im Leistungssport. Haben natürlich, wie das eben bei Ruderern so ist, im Vierer angefangen im Großboot, sind dann aber relativ schnell in Zweier umgestiegen. Also und da konnten wir uns voll auf uns selber verlassen, wir hatten dieselben Ziele und dann kämpft man auch gemeinsam dafür und weiß, wofür man es macht. Wir fahren den leichten U23 Zweier ohne. Das bedeutet Riemen, Zweier ohne Steuermann. Riemen funktioniert so, dass jeder Ruderer nur ein Ruder in der Hand hat und somit benötigt man eine gerade Anzahl an Sportlern, damit auch das Boot gerade fährt. Die Standard-Renndistanz, die wir fahren, ist 2 Kilometer lang. Der Leistungssport erfordert viel Disziplin und vor allem hartes Training. Also wir trainieren momentan 7 Tage die Woche, weil jetzt auch die wichtigen Meisterschaften anstehen. Also jeden Tag 20 Kilometer sind ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Meistens hält sich so in 2 Stunden. Zudem gibt es dann auch noch, also unser Trainer hat auch gesagt, wir dürfen auch gerne mal schwimmen gehen nebenbei. Wir fahren aber auch, wenn es ist, auch mal noch 30 Kilometer Rennrad mit 500 Höhenmeter. Also das liegt dann ganz in unserem Ermessen. Aber im Winter findet Training natürlich auch statt. Allerdings, weil es da so kalt ist, natürlich in der Halle. Und da haben wir auch 7 Tage die Woche eben auf der Maschine oder im Kraftraum. Auch das wechselt sich ab. Freizeit geht natürlich sehr viel drauf. Vor allem auch dadurch, dass wir, wenn wir Meisterschaften fahren, auch 6 Monate davor auf Alkohol verzichten sollten. Ihr Einsatz zahlt sich aber aus. 2021 wurden sie in den Bootsklassen Zweier und Vierer ohne Steuermann deutsche Meister. Darauf folgt eine deutsche Bronzemedaille im Achter letztes Jahr und eine weitere Bronzemedaille auf der deutschen Kleinbootmeisterschaft im Zweier ohne dieses Jahr. Als Unterstützung und Mentor haben Julian und Lukas ihren Trainer Helmut Volle an ihrer Seite. Er war 40 Jahre lang selbst aktiv im Rudersport und gewann unter anderem die deutschen sowie die internationalen deutschen Meisterschaften im Leichtgewicht. Vor 5 Jahren trainierte er die beiden zum ersten Mal. Mein Vater, der Olympiasieger war im Rudern, der hat mir natürlich auch sehr viel beigebracht. Dann war ich ein paar Jahre zwischendurch auch Trainer und in der Zeit auch Ruderausbilder für die Leute, die mein Vater dann später trainiert hat. Es ist was ganz Besonderes, das muss man mal anmerken. Das gibt es nur beim Kanusport und beim Rudern. Hier sitzen die Sportler auf einem Balken. Jede Bewegung muss zur anderen Bewegung passen. Man wird da auch wütend untereinander und das lernt man abzustellen. Irgendwann begreift man, wir sind nur so stark wie der Schwächste. Und wir kommen nur so weit vorwärts, wie wir zu dem Schwächeren unterstützend wirken. Und das macht den Rudersport aus. Im Training begleitet Helmut die Brüder mit dem Motorboot auf Wasser. Von dort aus gibt er ihnen Anweisungen und Kritik. Schön lang bleiben, Hände tief, runter ins Knie. Also ich gehe davon aus, dass die verstanden haben, um was es geht. Und die Leistungsbereitschaft der beiden, die ist enorm. Sonst würde ich es nicht machen. Die haben einen Kampfgeist und die haben auch die Einstellung dazu. Und die merken ja, jeder Fehler, den der andere macht, und der wird nicht aufgenommen vom wiederum den anderen, dann ist das Ding eigentlich zu Ende. Für die Saison 2024 haben sich die zwei Ruderer klare Ziele gesetzt. Sie haben sich bereits für die Europäische Hochschulmeisterschaft in Ankara qualifiziert. Außerdem wollen sich Julian und Lukas für die Hochschulweltmeisterschaft für das kommende Jahr qualifizieren. Wir haben auch den Biss dazu, dass wir das durchziehen, weil wir eben unsere Ziele uns gesetzt haben und das im Rudern erreichen wollen.